Wissen, was läuft. Im Ersten der Tatort. Die Tagesschau, die Sportschau, dazu die Regionalnachrichten im WDR-Fernsehen, beim RBB, beim NDR. Die ARD hat so ein vielfältiges Angebot. Da braucht der Zuschauer Überblick. Damit jeder von Ihnen seine Wunschsendung findet, arbeitet hier in Potsdam-Babelsberg, wo immer die Sonne scheint, die Redaktion Programmdaten im ARD Playout Center. Das sind die Profis für digitales Fernsehen. Hier stellen die Redakteurinnen und Redakteure die Programmdaten zusammen, die sie von allen ARD-Sendern bekommen, also vom RBB, vom WDR, vom NDR und auch vom Ersten. Und auch vom Ersten. Herr Schanotzki, was machen Sie damit dann? Die Redakteure hier aktualisieren diese Daten, sie editieren die Daten, sie packen Bilder dazu, Internetlinks, Trailer, sie fügen auch Schlagworte hinzu, um alle Western zu finden, alle Fußballübertragungen. Über 300.000 Sendungen werden hier jährlich in der Redaktion bearbeitet. Das klingt jetzt natürlich erstmal groß und mächtig. Es kommt aber ganz einfach bei Ihnen an. Kommen Sie mal mit. Was der Tag wohl bringen wird, es gibt so viele Möglichkeiten in Berlin. Vielleicht einfach hinein in die Stadt, ins Leben oder doch ein gemütlicher Couchabend mit Chips vom Fernseher. Ich habe meine Fernsehzeitschrift auf jeden Fall immer dabei. Handy. Und schon habe ich die perfekte Übersicht über alle ARD-Programme. Das ist jetzt die ARD-Programmvorschau auf dem Handy, also auf dem Smartphone. Da hat die Redaktion für Sie schon mal so ein paar Tipps zusammengestellt. Erlebnis Erde, große Bilder, Natur, dann eine Dokumentation im Ersten, ein Spielfilm im HR oder auch, was haben wir hier, im SWR ein Fernsehfilm. Aber wir wollen die Tiere sehen. Die Tiere. So, der Inneneinfluss. Da haben Sie jetzt erstmal immer so ein Text hier, ne? Da können wir dann lesen, worum es geht. Zum Beispiel ein Biber kommt darin vor, süßer kleiner Biber, unser Lieblingstier. Oben Fotos für Sie. Das ist kein Biber, das ist ein Otter. Das ist ein Biber und weil es aber Fernsehen ist, Bewegtbild, gibt es für Sie immer einen Trailer. Mehr in geht nicht. Unsere interessante Dokumentation. Montag in Erlebnis Erde. Jetzt wollen Sie ein Konzert sehen. Da gehen wir einfach auf unsere Übersicht. Das ist auf Ihrem Handy dann kürzer, sind die Wege. Da gehen wir auf Schwerpunkt. So. Und da haben Sie alles thematisch sortiert. Zum Beispiel Talk im Ersten oder auch Filme. Und wenn wir hier mal weiter runtergehen. Ach, sehen Sie an, Ernie. Jetzt will ich zum Beispiel ein Konzert sehen. Rock, Pop, Jazz. Wir gucken mal bei Rock, Pop. Viele, viele Konzerte haben Sie hier. Nicht alles Mögliche. Und wir nehmen mal Seed. Rock Palace Bootleg. Und das werden wir heute Abend schauen. Die ARD-Programmdaten empfangen Sie aber nicht nur auf Ihrem Handy. HBB-TV, das Fernsehen trifft's Internet, mit völlig neuen Angeboten für Sie. Und dann können Sie, und das ist richtig cool, wenn Sie ein Tablet haben, sich darüber informieren über das Programm und natürlich auch Ihren Fernseher steuern. Ne? Also nehmen wir mal an, das ist mein Fernseher. Dann schieben Sie es einfach rüber, schauen Sie mal. Das ist jetzt das Programm im Ersten auf einer Zeitleiste. Da können Sie jetzt zum Beispiel zurückgehen und schauen, was habe ich verpasst. Hier die Börse. Wenn Sie da raufklicken, dann ist das verknüpft mit der Mediathek. Das heißt, Sie können zu Hause am Fernseher, mit Ihrem Fernseher einfach die Mediathek gucken, das, was bisher gelaufen ist. Wir schauen jetzt aber mal, was demnächst laufen wird. Ne? Vorbei hier am Bloch. Und läuft danach plus, minus. Und da schauen wir jetzt mal, was ist. Da schauen wir jetzt mal, was da kommt. Klicken Sie einfach drauf und dann sehen Sie da schon einen Text und steht da so inhaltlich, worum es gehen wird. Ne? Ein Lebensmittelskandal hier zum Beispiel bei Plus Minus. Sie können allerdings auch, wenn Sie auf TV-Programm klicken, alle Sender sehen. Also alle Sender, die die ARD hat, also 18 Stück. Was läuft da gerade? Zum Beispiel das Marktmagazin oder auch unser alter Kumpel Bloch, der Fremde. Da sehen Sie alles, was aktuell läuft. Und wenn wir jetzt zurückgehen ins Hauptmenü und da mal auf Themen klicken, dann können Sie sich wieder das Programm zusammenstellen, was Sie interessiert. Ja? Also wenn wir jetzt da sehen, Wissen oder Unterhaltung, wir gehen jetzt mal auf Serien. Lindenstraße. Gibt es gefühlte 3000 Folgen? Wenn Sie eine verpasst haben, kein Problem. Da schauen wir jetzt mal. Alles, was so ein Pfeil hat,
ist wieder verknüpft mit der Mediathek. Sie brauchen nichts mehr aufnehmen, Sie können es sich einfach direkt im Fernseher anschauen. Klicken wir einfach drauf, Lindenstraße. Das jetzt hier ist eine der wöchentlichen Konferenzen der Redaktion Programmdaten. Tag. Wichtige Besprechung. Wissen, was läuft. Durch unsere Tipps und durch unsere Übersichten finden die Zuschauer schnell zu ihren Lieblingssendungen in der ARD. Ganz einfach. Das alles, also mobil auf dem Handy, programm.ard.de oder auch im Fernsehen, HBBTV, das mit dem roten Knopf und die Serviceinformation. Das alles wird Ihnen zusammengetragen von der Redaktion Programmdaten mit dem einen einzigen Ziel, Fernsehen noch einfacher zu machen. Und es hat geklappt. Viel Spaß.